Hey, da haben wir ja Connor wieder. Was ist denn jetzt mit meiner Instabilität? Komisch, die hat keine richtige Anzeige gegeben. Achso, ich bin jetzt wieder hier. Warum regnet es denn plötzlich hier? Wieso habe ich einen Regenschirm an, den ich nicht benutze? Einen Regenschirm an? Wieso habe ich einen Regenschirm dabei, den ich nicht benutze? Warte mal. Das komische Ding ist da hinten immer noch. Macht es was, wenn ich das jetzt nochmal aktiviere oder was? Ich weiß bis jetzt noch nicht wirklich so richtig, was das Ding eigentlich da vorne macht. Ich kann es auf jeden Fall schon wieder berühren. Hör mal, kannst du nicht sehen? Du sollst die linke Pranke da drauf packen. Ja. Jetzt kann ich nochmal berühren. Was hat das gemacht? Jetzt konnte ich es zweimal berühren. Und ich habe keine Ahnung, was das machen tut. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es kein bisschen. Was soll ich hier machen? Ich soll wahrscheinlich hier wieder zu Amanda. Und die steht da hinten rum. Und dann mal fix zu ihr hin. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Klar, die braucht garantiert jetzt den Regenschirm. Ist zwar wahrscheinlich komplett durchnässt, aber die braucht den garantiert. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Ich stimme zu. Oh, das... Vielleicht bin ich für diese Aufgabe nicht geeignet. Vielleicht sollten sie mich lieber austauschen. Das war, glaube ich, nicht gut. Merke ich gerade. Konntest du etwas herausfinden? Machen wir lieber nur die Vögel. Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustieren. Aber nicht in dieser Form. Was noch? Ich fand sein Tagebuch, aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Momentan... Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Ach so, jetzt bin ich bei ihm zu Hause. Ob das sein Kind so gut finden wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß schon, was er gleich sagen wird. Jetzt verfolgt er mich schon bis hierhin. Gott, nirgendwo hat man Ruhe. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Das war ja eine nette Klingel. Was sollte ich gerade machen? Finde einen Weg hinein. Really? Ja, komm! Übertreib mal nicht! Sag mal! Ist er überhaupt da? Oder ist irgendwas los? Ah.
Also wenn er da ist und ich suche jetzt gerade wirklich einen Weg, einfach irgendwie reinzukommen. Das ist Sumo. Ah. Der ist gechillt einfach in der Gegend rumliegen. Also ist wahrscheinlich nichts da drin irgendwie passiert. Dann ist entweder Anderson nicht da oder der pennt. Sehr tief. Oh, hier ist nichts. Kann ich hier durchs Fenster vielleicht? Hallo? Oh. Wieso das denn? Lieutenant Anderson! Was ist denn da passiert? Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Mann, hat der einen großen Kopf. Aber der Hund scheint sich echt einen Scheiß dafür zu interessieren, was mit Hank los ist. Was zum, was ist denn mit dem? Hat er sich einfach ohnmächtig gesoffen? Ich meine, hier liegt eine Bier... Naja, nicht eine Bierpulle, eine Whiskypulle ist da, glaube ich, ne? Black Lamb, schottischer Whisky, genau. Ich glaube, der hat sich einfach nur... Warum liegt die Knarre da? Hattest du vor, dich umzubringen? Okay. Eine Kugel übrig. Ich glaube, er wollte sich umbringen, aber irgendwas kam wohl dazwischen. Leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Oh. Spuren von Alkohol, ja. Er hat sich volllaufen lassen, auf jeden Fall. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Lass mich los, du Versammlung! Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Gott, wie der rüberkommt jetzt! Hey, ja, ja, hey. Machst du hier gerade einen auf Pirat? Schuhe, nee. Guter Hund. Genau. Quasi! Der ist mehr damit beschäftigt, gerade einfach vorne in der Gegend rumzuliegen. Ich glaube, ich muss kotzen. Das hat dich schon längst getan? Ich meine, so wie dein Hemd aussieht. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Doch, du gehst zum Klo. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Ach, sind wir wach? Was zum Teufel warst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nicht wirklich. Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Tu dir erstmal ausnüchtern, ja? Necken? Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Mhm. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten.
Ich hole sie. Das und wahrscheinlich der Club, ne? Da wurde er plötzlich hellhörig. Was steht denn da drauf? Da stand da irgendwas mit I'm not grumpy, I'm... Was? I'm just like you, was? Shaving or not? Warum sind da so viele Notizzettel? Was steht da auf dem gelben? Man kann es echt gar nicht sehen. Today will be fabulous. Keep was? Ich kann es nicht erkennen. Irgendwas mit S. Ich glaube, der Typ wollte sich wohl umbringen. Hat anscheinend jeden Tag irgendwelche Probleme mit seinem... Ja. Mit seinen Gedanken wahrscheinlich. Und diese Dinger sollen da wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie helfen, um so ein klein wenig den Tag irgendwie, naja, erträglicher zu machen. Naja, wahrscheinlich funktioniert das auch nicht unbedingt. Was möchten Sie anziehen? Hawaii-Hemd. Sag ja, Hawaii... Hippie. Ja, Hippie. Komm, nehmen wir mal das da. Das sieht ganz nett aus. Glaube ich zumindest. Haben wir sonst noch was rumfliegen? Allen Anschein nach nicht. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Ja, sind wir hier bei Jackass? ...war heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten... ...endlich erwirkt. Offenbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser komische Arktis-Konflikt wohl irgendwie noch eine Rolle spielen hier wird. Dachchen, Sumo. Wie geht's denn so? Liegst den ganzen Tag voll in der Gegend rum, wa? Ja, das wissen wir bereits, dass er Jazz liebt. Was ist denn das da oben? Sieht aus wie so ein komisches Schwert aus irgendeinem Fantasy-Rollenspiel. Aber sonst ist da nichts. Was ist denn da auf dem Rechner? Ach, hat er sich da angeguckt? Da komme ich gerade nicht hin, weil Sumo einfach mitten im Weg steht. Na, ich kann es mir noch nicht mal angucken. Ja, schade. Menno! Sumo! Warum kann ich mir angucken, da? Da ist noch so eine komische Klinge. Oder was auch immer das da sein soll. Ah ja, Sumo hat sich ja wohl offenbar selbst bedient, so wie das aussieht. Deswegen hat er einen Scheißdreck irgendwie um sich gekümmert, um Hank. Sind also irgendwelche Meldungen, nicht Meldungen, Quatsch. Laute von sich gegeben. Fragen, nichts sagen. Na, tun wir mal erstmal nichts sagen. Ich kann mir schon denken, was war. Wenn ich das jetzt wahrscheinlich ansprechen würde, vor allen Dingen in seinem jetzigen Zustand, ich glaube, das wäre nicht so gut. Vor allen Dingen auf sein Gemüt momentan. Soll ich ja auch noch aufräumen für ihn? Guck mal, die Knarre und die Schnapspulle, nein, die Whiskypulle kannst du auch gefälligst mal aufheben, wenn du schon dabei bist. Das mit dem Fenster tut mir leid. Ich dachte wirklich, sie wurden überfallen. Natürlich wird Cyberlife für den Schaden aufkommen. Ja, okay, ich schicke ihm die Rechnung. Die habe ich schon geschickt. Ah, sonst ist hier nix. Außer Fast Food bis zum geht nicht mehr. Ist das ein Kuchen? Was ist das? Nein, das ist wahrscheinlich ein Hamburger. Ja, ist ein Hamburger. Da ist eine Fritte daneben. Das sieht irgendwie aus, als wenn da irgendwie ziemlich dicke Maden drin wären. Sind wahrscheinlich aber einfach nur Schrips. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Beides sieht wahrscheinlich gleich aus, wenn es gebraten ist. Huh?
Hat er einen Sohn gehabt? Verstorben. Cole Anderson. Hank hat seinen Sohn verloren, ja. Fragt sich, was mit der Frau ist. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Schön brav sein? Sag mal, Sumo hat die ganze Zeit nichts anderes gemacht als gepennt.